Willkommen auf meinem Kanal. Wollt ihr mehr sehen? Abonniert mich einfach. Beruflicher Neuanfang. Kinderfeindliche Arbeitgeber auf dem Land. Vom Stadtleben zum Landleben. Erfolg auf dem Land. Karriere und Familie vereinen. Es gibt Momente im Leben, in denen man glücklich ist. Es gibt Momente im Leben, in denen man traurig ist. Und es gibt Momente, in denen man sich Dinge wünscht, die man in der Realität nie tun würde oder die man bereut. Der äußere Schein, ob Form oder Gestalt, kann oft anders sein, als er ist. Der Schein kann trügen. Der Selbstschutz ist tief in der Psyche verankert, ohne dass er erlernt wurde. Ich nenne es den Selbsterhaltungstrieb. Wenn man offen und direkt erzogen wurde, ist es schwer, mit vielen Menschen auszukommen. Das klingt komisch, ist aber so. Ehrliche, offene und direkte Menschen sind bodenständig, hören zu, akzeptieren Situationen bis zu einem gewissen Punkt und kennen ihr Ziel. Sie werden oft unterschätzt oder als benachteiligt dargestellt. Diese Menschen sammeln ihr Wissen, bis das Fass voll ist, und dann schlagen sie mit voller Kraft zu, leise, aber spürbar. Erst dann merken andere, dass diese Menschen nicht benachteiligt sind, nur weil sie oft nichts sagen. Diese stillen Wasser, die sammeln und dann mit dem Kopf durch die Wand gehen, die brauchen keine bewegliche Schwanzverlängerung, um Erfolg zu haben, die benutzen ihr Hirn. All dies traf auf einen jungen Mann zu, der ein Meister seines Fachs war, der viele Jahre in einer tollen Branche in einer modernen Stadt mit modernen Arbeitgebern gelebt hatte. Dieser junge Mann, ich nenne ihn Tom, war ein Springer, der die ganze Firma einmal durchlaufen und viele Gesichter zum Lachen gebracht hatte, ohne ein Stück Scheißhauspapier von einer Universität zu besitzen. Dieser junge Mann arbeitete nur mit seiner Logik und seiner Menschenkenntnis. Tom war ein Ass in seinem Fach, solange er in einer modernen Zivilisation gelebt hatte. Aber dann schlug das Schicksal des Lebens zu, die Armee seiner Lenden traf genau die Mitte eines weiblichen Wesens. Und es dauerte nicht lange, bis er Verantwortung übernehmen musste. Es hatte zwei Beine, zwei Arme und eine Stimme, die kaum zu überhören war. Es konnte auch zaubern, ein volles Konto in ein leeres verwandeln und Milch in Scheiße. In der modernen Zivilisation nennt man es das Wunder des Lebens, ein Baby. In anderen Gegenden nennt man es eine berufliche Einschränkung oder eine Last, vor allem auf dem Land. Toms Verantwortung wuchs, nicht für sich selbst, sondern für sein Baby, das er nicht in einer für Kinder gefährlichen Gegend aufwachsen lassen wollte. Die moderne Zivilisation bringt oft nicht nur Gutes mit sich, sondern kann auch negative Auswirkungen haben, besonders wenn es um Kriminalität geht. So traf Tom für sich und sein Kind eine schwere Entscheidung. Er beendete seine Karriere, die ihn glücklich gemacht hatte, und zog aufs Land mit der Katze im Sack und ohne Perspektive. Tom opferte seine Zukunft, um seinem Kind Sicherheit zu geben. Die Liebe zu seinem Kind war stärker als das Streben nach Erfolg und Macht. Tom dachte, dass er mit seinen großartigen Erfahrungen in der modernen Zivilisation weitermachen könnte, aber es blieb beim Denken und hörte auf. Die hiesige Arbeitswelt war rückständig und kinderfeindlich, zumindest die Arbeitgeber. Frauen galten als Objekte der Erziehung, aber nicht als Frauen. Kochen, putzen, Kinder erziehen, die Beine breit machen und das Maul halten. Große Titten sollte sie haben und Kaffee kochen sollte ihre Qualifikation sein. Tom durfte das Kind nicht einmal in seinem Lebenslauf erwähnen, sonst wurde er nicht zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Und wenn doch, dann hatten die Arbeitgeber schon vor der Vertragsunterzeichnung alles vorbereitet, um das Kind rund um die Uhr in der Kita einzusperren. Damit Tom immer bereit ist, wie ein Sklave bei Fuß zu stehen, wenn Gott Arbeitgeber den Finger hebt. So traf Tom aus einer modernen, aufgeschlossenen Zivilisation auf die Dinosaurier der Zeit mit Denkweisen jenseits von Gut und Böse, zumindest bei den Arbeitgebern. Eine Fachkraft in diesem hinterwäldlerischen Eckchen bedeutet, jung und ungebunden, mit 18 Jahren alle Abschlüsse, Scheißhauspapier, der Welt, studiert, 50 Jahre Berufserfahrung, blonde Haare, schlank, dicke Titten, muss Kaffee kochen und eventuell für 5 Sekunden außer Dienst liegen zur Verfügung stehen. Eine Wunschfachkraft vom Land also. Echte Fachkräfte und Arbeitnehmer mit sehr guter Berufserfahrung werden wie Dreck behandelt oder unterbezahlt. Das war Toms neues Leben. Trotzdem war er sehr glücklich, denn er wusste, dass es seinem Kind gut ging und es gesund war. Ein Opfer, das Tom gerne brachte. Tom nutzte seine neu gewonnene, unfreiwillige Freiheit, um über sein Berufsleben nachzudenken. Er wollte beruflich nicht mehr von den Dorfbauern und Dinosauriern abhängig sein und plante viel.
Er machte eine Liste mit allen Tätigkeiten, die er erfolgreich ausgeübt hatte. Tom hatte sich Ziele gesetzt, nur der Weg war noch unklar. Er wollte etwas tun, um erfolgreich zu sein, aber auch, um sich beruflich von hinterwäldlerischen Denkmustern zu befreien. Tom beschloss, sich zu qualifizieren. Es dauerte und dauerte. In der Zwischenzeit besuchte Tom immer wieder seinen alten, modernen Wohnort und stellte fest, es ist schön, dort zu sein, aber zurück will er nicht. Die Ruhe auf dem Land tat ihm gut. Tom wurde auf dem Land fitter und gesünder und auch das Verlangen nach dem Glimmstängel ließ nach. Er war viel im Grünen, wanderte über Stock und Stein mit Körben voller Pilze, Äpfel und Birnen, die er in der Natur fand. Die Menschen waren freundlicher und hilfsbereiter, solange es nicht die Arbeitgeber waren. Tom konnte sich frei bewegen, sich liebevoll um sein Kind kümmern und seine Qualifikation nachholen. Da das Schicksal Toms ganze Familie in den Himmel geholt hatte, war Tom nur für sein Kind verantwortlich und musste alles allein bewältigen, ohne Hilfe und Unterstützung. Ohne Unterstützung und mit der Kraft des Papas meisterte Tom jeden Tag. Sein Kind liebte ihn. Die beiden waren viel draußen und bewegten sich viel. Kind, Haushalt und Nachqualifizierung auf einmal war für Tom ein harter Brocken mit vielen Hindernissen, aber er hat es geschafft. Er wollte etwas tun, um erfolgreich zu sein, aber auch, um sich beruflich von hinterwäldlerischen Denkmustern zu befreien. Tom beschloss, sich zu qualifizieren. Es dauerte und dauerte. In der Zwischenzeit besuchte Tom immer wieder seinen alten, modernen Wohnort und stellte fest, es ist schön, dort zu sein, aber zurück will er nicht. Die Ruhe auf dem Land tat ihm gut. Tom wurde auf dem Land fitter und gesünder und auch das Verlangen nach dem Glimmstängel ließ nach. Er war viel im Grünen, wanderte über Stock und Stein mit Körben voller Pilze, Äpfel und Birnen, die er in der Natur fand. Die Menschen waren freundlicher und hilfsbereiter, solange es nicht die Arbeitgeber waren. Tom konnte sich frei bewegen, sich liebevoll um sein Kind kümmern und seine Qualifikation nachholen. Da das Schicksal Toms ganze Familie in den Himmel geholt hatte, war Tom nur für sein Kind verantwortlich und musste alles allein bewältigen, ohne Hilfe und Unterstützung. Ohne Unterstützung und mit der Kraft des Papas meisterte Tom jeden Tag. Sein Kind liebte ihn. Die beiden waren viel draußen und bewegten sich viel. Kind, Haushalt und Nachqualifizierung auf einmal war für Tom ein harter Brocken mit vielen Hindernissen, aber er hat es geschafft. Sogar die schwierige Abschlussprüfung hat er bestanden. Tom fragt sich heute noch, wie er das geschafft hat, denn zur gleichen Zeit starb ein sehr nahes Familienmitglied und Tom übernahm alleine die Nachlassverwaltung. Tom musste seinem Kind erklären, warum es von einem Tag auf den anderen ohne Oma leben musste. Es war eine mega schwere Zeit für Tom und sein Kind. Tom hat diese schwere Zeit sehr gut gemeistert, ohne selbst Schaden zu nehmen. Die Prüfung war bestanden, der Nachlass geregelt, der Haushalt automatisiert und der Stresspegel gesunken. Jetzt ging es für Tom endlich positiv weiter. Tom war es gewohnt, mit ungeplanten, schwierigen Situationen im Leben umzugehen, sich spontan einen Plan zu machen und sich strikt daran zu halten, um abends ruhig und entspannt einschlafen zu können. Es ging ihm nur auf die Nerven. Er konnte es sowieso nicht ändern. Er konnte nur eines tun: das Negative in etwas Positives verwandeln. Die schwere Zeit ging vorbei und er konnte endlich wieder seine Ziele verfolgen. Seine Ziele waren, mit seinem Kind im Grünen auf dem Land zu leben und es trotzdem zu schaffen, einen Job zu bekommen, der ihm Spaß macht. Für berufliche Spielereien war Tom zu alt. Dafür hat Tom in seinem Leben in der modernen Zivilisation einfach zu viel getan und erreicht. Er hatte keine Lust, sich ausbeuten zu lassen, sich als persönlicher Sklave an die Leine nehmen zu lassen, der den Mund zu halten hat, der nicht selbstständig denken darf, der mit dem Schwanz wedelt und den Stock holen muss, wenn der Chef pfeift. Lieber ist er arbeitslos und glücklich, als ein unglücklicher Arbeitnehmer, der seine gute Erziehung verliert. Tom hatte schon einige Vorstellungsgespräche geführt, in der modernen Zivilisation, in der Großstadt und auf dem Land. Die Gespräche auf dem Land endeten ausnahmslos immer damit, dass der zukünftige Arbeitgeber von Tom indirekt verlangte, dass er sein Kind rund um die Uhr in die Kita sperren und am besten bei der Arbeit schlafen solle. Tom hat diesen asozialen Dinosauriern immer den Vogel gezeigt. Er hat immer ganz klar gesagt, erst das Kind und dann die Arbeit. Damit waren die Gespräche oft auch beendet. Er hat immer deutlich gemacht, dass er kein verhaltensauffälliges Kind haben will, nur weil der Vater nicht da ist. Bei den Arbeitgebergesprächen hatte Tom ein gutes Gefühl
auch wenn es nicht zu einer Einstellung kam, weil er mit Arbeitgebern gesprochen hatte, die ein Herz hatten und nicht gegen Kinder waren. Er nutzte alle Möglichkeiten. Tom wollte nicht viel, nur ein ganz normales Leben für sich und seine kleine Familie. Und doch wollte er nicht auf beruflichen Erfolg verzichten. Er meisterte alles. Und mit der Zeit wurde sein Leben wieder normal. Ich bin dein Vater. I love you. I love you. Yes, I do.